Hallo, ich bin's, Honeyball. Oh Gott, wisst ihr noch? So fing damals mein allererstes Let's Play an. Komisch, dass man da nicht nach den ersten paar Tönen ausgeschaltet hat. Ich hätte es getan. Aber hey, hi Leute, nennt mich doch einfach Isabelle, okay? Passend zu diesem nostalgischen Start reden wir auch heute über genau dieses Thema, zu dem mir schon so viele Fragen gestellt wurden. Meine Leidenschaft für die Arbeit und warum Let's Plays auch Arbeit sind. Apropos Arbeit, dieses Video entstand in Kooperation mit AXA, deren Thema Leidenschaft für Leben und Beruf ausschlaggebend war, euch das Auf und Ab bei der Verwirklichung meiner Leidenschaft zu zeigen, die Arbeit. Ja, seriously, Arbeit ist meine Leidenschaft, okay, kommt drauf klar. Manche Leute arbeiten echt gerne, okay? Und damit willkommen zu Draw My Work. Tja, also damit ihr versteht, warum die Arbeit meine Leidenschaft ist, müssen wir ganz an den Anfang. Und was steht am Anfang von Arbeit? Was braucht man meistens zum Arbeiten? Ha, richtig. Einen Schulabschluss. Yay. Oder? Long story short, ich hatte jetzt nicht unbedingt den leichtesten Start, ja? In der 9. Klasse wurde ich nämlich krank. Niemand wusste genau, was das war, aber es war so heftig, dass ich den Rest der Schule versäumte. Während ich dann langsam gesund wurde von was auch immer das war, fokussierte ich mich halt aufs Zeichnen, Manga, Gestalten, Comics, Fotografieren. Und dass dann gerade die Unterhaltung durch Videospiele den Grundstein für meine Zukunft legen würde, damit hat jetzt niemand gerechnet, oder? Ich wurde dann Gott sei Dank gesund von was auch immer. Die Pubertät ging, die Probleme auch. Aber auch irgendwie meine Möglichkeiten und somit kamen neue Probleme. Ganz ohne Schulabschluss. Toll. Ich wusste, meine Schulabschlüsse würde ich nachholen können und müssen. Und ich verdiente mit dem Zeichnen so viel wie andere mit einem Minijob. Also machte ich mich einfach erstmal selbstständig und arbeitete neben der Abendschule als Illustrator für ganz einfache Dinge. Machte Flyer, Plakate, zeichnete Manga und wollte anderen Leuten auch beibringen, was ich wusste. Ihr wisst es vielleicht, ich fing mit Zeichentutorials auf YouTube an, weil ich zu faul war, diese weiter schriftlich zu formulieren. Und entdeckte durch die Community rund um Manga und Gaming ganz früh schon Let's Plays. Das war lustig, das hat mir gefallen, das wollte ich auch machen und das hab ich dann auch gemacht. Und innerhalb von 2 Jahren wurde aus diesem Minijob und dem Hobby YouTube ein gebündelter Vollzeitjob. Naja, YouTube vereinte alles, was ich gerne tat. Kunst, Optik, Humor, Wissen, Kreativität, Spontanität, Organisation, Film, Schnitt, Vielseitigkeit, hier diverse andere coole Adjektive einfügen. Minecraft kam und damit auch der Hype. Und Hype ist YouTube Money, denn Minecraft durfte man damals schon monetarisieren. Zu dieser Zeit hauste ich übrigens immer noch im Wohnzimmer meiner Mutter und hatte dort Schreibtisch und Bett. Ja, Igelmensch, ich brauche nicht viel Platz. Aber es gab einen deutlich spürbaren Wachstum und dann doch Hoffnung für eine Zukunft jenseits vom Wohnzimmer meiner Mutter. Und einen ersten Schulabschluss, wenn auch noch kein Abitur. Denn ich entschied mich dafür, meine Zeit in YouTube zu investieren und nicht länger in das Nachholen meiner Schulabschlüsse. Wieso? Naja, Schule, die muss ich ja sowieso nachholen. Die lief mir ja nicht noch weiter davon, als ich es ohnehin schon getan hatte. Aber YouTube schon. Wenn man bei YouTube einen Fuß in der Tür hat, sollte man ihn nutzen, dann vielleicht hält er nur 1-2 Jahre. Und dann kam Gronkh.de. Und somit auch das Netzwerk Playmassive und plötzlich waren all meine Let's Play-Videos monetarisiert. Und ich verdiente damit Geld. Einen Batzen Geld! Das war ein richtiger Schnitt, Leute. Ich fühlte mich erstmals wirklich erwachsen. Keine kleine Isa mehr, die sich noch nicht festlegen musste. Ich meine, ich habe mich ja entschieden für YouTube. Oh, Alter, seinen Lebensunterhalt verdienen bedeutet auch, diesen Luxus behalten zu wollen. Sich festzulegen. Zu investieren. Ich hatte etwas, das ich wieder verlieren konnte und über alles liebte. Freie, unabhängige Arbeit, die mich finanzierte. Meine Konsolen wurden plötzlich wertvoller denn je. Mein PC schien auf einmal aus Gold. Ohne all das würde ich kein Geld verdienen, wenn der kaputt ginge, dann... Duh. Also etwas spät, aber besser spät als nie, kam dann das Thema Versicherung in mein Leben. Ich kannte nur so Pflichtversicherungskram und war halt absolut uninformiert, wie man das dann meistens ist, wenn man sich nicht informiert hat. Es war also höchste Eisenbahn. Dabei ist gerade eine Haftpflicht für einen Tollpatschi nicht so wichtig.
privat wie geschäftlich. Schon mal auf einer Eventbühne eine Lampe umgeworfen, die dann einen Moderator traf, der ist gestolpert, hat die Regie umgerissen und am Ende explodierte die Halle? Nein? Naja, ich sag ja nur gut, wenn man dann da versichert ist, ne? Ich bekam ein Päckchen an Versicherungen geschnürt. Gut so, denn dann ging es so richtig los mit der Arbeitswelt. Die letzten Jahre gab es echt keinen Monat ohne irgendwelche Events, Aufträge, Pannen, Verantwortung mit Pannen. Inzwischen habe ich ja fast Routinen in Sachen zerstören bekommen und bin in der Lage, meine Chaoskinne zu kontrollieren. Gelegentlich. Irgendwann wurde die Wohnung unter mir frei und ich ergriff die Chance. Endlich richtig Flügge mit eigenem Zimmer, Bad, Küche, mit Herd. Hauweia. Die letzten bald 10 Jahre Selbstständigkeit habe ich weiter an meiner Leidenschaft für das Gesamtkunstwerk Honigball gearbeitet und gelernt. Ich habe so viel gelernt, geübt und erforscht. Ausbildung selbst gemacht nennt man sowas, neben und durch meine Arbeit rund um YouTube. Das hat sich wortwörtlich bezahlt gemacht. Inzwischen wohne ich nämlich in einer viel größeren Wohnung, / Büro, zur Miete. Und ich besitze auch das einzige Familienvermögen meiner kleinen Mischpoke. Die geerbte Eigentumswohnung von meinen Großeltern. Ey, das haben die sich komplett selbst erarbeitet und angespart über Jahrzehnte. Gute deutsche Kfz-Mechaniker-Sparnisse. Unnötig zu erwähnen, dass beide Wohnungen versichert sind, oder? Ja, das sind die Kleinigkeiten, die mehr ausmachen, als man denkt. Auf dem Weg durch das Leben. Partner, die Sicherheit bringen, sind nicht immer nur Menschen, sondern auch unterschriebene Verträge. Besitztümer. Ein paar Gedanken weniger, die man sich dann machen muss, machen eine Menge aus, weil sich um gewisse Dinge andere Leute kümmern und einem viel Ärger sparen. Inzwischen bin ich bei dem Netzwerk Studio 71, auch ein sehr verlässlicher Partner, der sehr viel Sicherheit schafft. Und ich habe nach 10 Jahren einen richtigen Alltag. Ja, auch Let's Play haben einen Alltag. Jeden Tag plane ich Konzepte, schneide ich Videos, reiße ich Witze und improvisiere in Aufnahmen, denke ich mir lustige Einspieler aus, arbeite ich an Intros, Grafiken und Bildern, koordiniere ich Videos auf meinen Plattformen, lese und administriere ich hunderte bis tausende Mails und Kommentare, bin ich aktiv auf den Netzwerken für euch da, arbeite ich an Illustrationsaufträgen, wie zum Beispiel für AXA, telefoniere ich mit Kunden auf Stunden, organisiere ich von Aufträgen, Terminen und Events alles, was nötig ist, schreibe ich Rechnungen, mache ich meine Steuerunterlagen fertig, okay, nicht jeden Tag, aber meistens, recherchiere ich Neuigkeiten, Entwicklungen aller für meine Arbeit relevanten Themen. Und manches davon benötigt sogar ganz viel Können. Vor allem, wenn es schnell gehen muss. Der Tag hat nur 24 Stunden. Manches ist stumpfer Büroalltag. Manches könnte jeder. Und manches davon bedarf besonderer Aufmerksamkeit und tatsächlich harter Arbeit und viel Fleiß. Es ist eine bunte Mischung an Können und Geduld, die meine Leidenschaft für diese Arbeit ausmacht. Ich freue mich jeden Abend auf den nächsten Arbeitstag. Und ich weiß nicht, wer kann das von sich schon behaupten? Ich hätte halt nie gedacht, dass ich das eines Tages mal von mir behaupten könnte. Zehn Jahre Arbeit. Oh mein Gott, es gäbe so viele Geschichten, die ich euch erzählen könnte. Auch so viele kleine Ereignisse, die so viele große nach sich getragen haben. Aber ich meine, ich musste in diesem Video irgendwo mal den Faden durchbringen. Und ich habe euch grob versucht zu erklären, wie das war, als ich dann erwachsen wurde mit dem Thema Let's Play und das Ganze für mich als Beruf gesehen habe, als meine Berufung, als meine Leidenschaft. Und naja, wenn ihr mehr Fragen dazu habt, könnt ihr sie natürlich jederzeit in die Kommentare stellen. Vielleicht machen wir auch mal ein paar kleine Exkursionsvideos zu lustigen Geschichten, die mir in meiner Arbeitszeit besonders als Grafikdesigner und Werbetechniker so passiert sind. Denn da, es war eine Menge los. Aber Videos wie diese hier sind ganz schön aufwendig. Deshalb ist der Support von euch und von Partnern, von Werbepartnern, umso wichtiger. Und dank YouTube und unserer gemeinsam erarbeiteten Reichweite, denn ja klar, ich bringe den Content, aber ihr teilt ihn, ihr verbreitet ihn, ihr gebt ihn weiter, haben wir die Möglichkeit, solche Kooperationspartner zu finden, wie jetzt zum Beispiel AXA, durch die ich dieses Video machen konnte. Tja, und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und mehr über das Thema Erwachsenwerden, Arbeiten, für sich selbst verantwortlich sein, lernen wollt, könnt ihr ja mal bei der Thematik Versicherungen anfangen. Denn AXA steht für Versicherungen und die Landingpage, die unten verlinkt ist in der Videobeschreibung,
gebt euch quasi die Basics mit, die man am Anfang, wenn man auszieht und für sich selbst verantwortlich ist, eigentlich auf jeden Fall berücksichtigen sollte. Haftpflichtversicherungen und Hausratversicherungen. Informiert sein darüber, was möglich ist und was es gibt, sollte man schon. Und man sollte damit nicht so spät anfangen, wie ich das gemacht habe. Je mehr man weiß, desto sicherer wird man in all diesen Gebieten. Erwachsen werden scheint erstmal voll gruselig zu sein, wenn man sich auseinandersetzen muss, auch mit Studieren und BAföG und hast du nicht gesehen. Und wie gesagt, dieses alleine für sich verantwortlich sein und alleine für seine Fehler verantwortlich sein, kann schnell unangenehm werden. Und je mehr man weiß, desto einfacher wird es, damit umzugehen. Deshalb stellt gerne eure Fragen zu all diesen Themen in die Kommentare. Meine Leidenschaft ist die Arbeit. Und das ist die Art und Weise, wie ich arbeite. Die mag ich. Ich könnte auch einen anderen Beruf ausleben, wenn er mich auf ähnliche Weise fordern würde wie dieser hier. Sprich, nicht immer ist es der Beruf selbst, der euch erfüllen wird. Es ist nicht immer eure Berufung selbst. Es ist oft die Art und Weise, wie man lernt und wie man arbeitet. Und das findet man in ganz vielen verschiedenen Berufsgebieten. Also nur Mut, sich da zu informieren. Und meine Güte, wenn man ein paar Jahre lang irgendetwas macht, was nicht zu einem passt, das ist nicht so schlimm. Seid einfach stolz auf jeden Schritt, den ihr da rausgeht, um für euch selbst verantwortlich zu sein, so wie ihr das dann könnt. Und macht euch nicht allzu viele Gedanken darum, dass alles immer perfekt sitzen muss, denn das tut es nicht, sag ich hier als sehr tollpatschige Person. Schritte sitzen prinzipiell erstmal nicht, ja? Und plötzlich guckst du hinter dich und hast trotzdem einen gigantischen Weg zurückgelegt, der dich vorangebracht hat. Manchmal geht man ein paar Schritte rückwärts und dann wieder ganz viele nach vorne. Wo man letzten Endes landet, weiß man nie, aber wenn man Geduld und Leidenschaft investiert, bekommt man das auch raus und sei es nur durch den Stolz, den man selbst auf sich hat. So, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Es war mir eine Freude, euch dieses Video präsentieren zu können. Wie gesagt, Feedback in die Kommentare. In der Infobox könnt ihr euch informieren über die ganzen verschiedenen Modelle von AXA, gerade Thema Hausratversicherung und Haftpflichtversicherung. Ist vielleicht schon mal, wie gesagt, der erste Schritt, um sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Und ich kann euch natürlich auch einiges dazu erzählen. Macht's gut. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo, hallo. Bye.